Es ist ja kein Geheimnis, dass ich Chips sehr mag. Diese werden heute aber nicht einfach so verzehrt, sondern mit Fleisch, denn wir panieren damit Schnitzel. Als Zutaten brauchen wir Fleisch, Ei, Salz, Pfeffer, Mehl, Milch, Öl und natürlich Chips. Wir verwenden keine klassischen Chips, sondern die neuen Paprika Snacketti, denn dieses Video ist in Kooperation mit der Schweizer Chipsmarke Zweifel entstanden. Ihr könnt beliebige Chips verwenden, salzige, Paprika oder jede andere beliebige Chipsart. Als erstes ein paar Chips in einen Gefrierbeutel geben und diese mit einem Nudelholz etwas zerkleinern. Dabei darf man ruhig noch einzelne Chipsstückchen sehen. Als Schnitzel verwenden wir Schweizer Bio-Schweinefleisch. Ihr könnt natürlich aber auch Kalbfleisch, Geflügel, Fisch oder als vegetarische Variante verschiedenes Gemüse damit panieren. Das Fleisch allenfalls noch etwas klopfen, kurz in Mehl und dann in Ei wenden. Und jetzt der eigentliche Hack: Das Fleisch statt im Paniermehl in den Chipsstückchen wenden und rundherum damit bedecken. Sonnenblumenöl in einer Bratpfanne erhitzen und das Schnitzel auf beiden Seiten goldgelb braten. Auf ein Küchenpapier legen, um überschüssiges Fett abtropfen zu lassen, danach mit Zitrone und beliebiger Beilage servieren. Wir mögen zu einem leckeren Schnitzel am liebsten einen feinen Gurkensalat mit Dill als leichte Beilage und natürlich Chips, weil die passen ja immer. Habt ihr auch schon mit Chips gekocht? Dann schreibt uns eure Rezeptideen unten in die Kommentare rein. Weitere Chips-Hacks von uns gibt es auf dieser Seite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und jetzt ein Gute! Lecker!